Die Integration durch Substitution ist im Grunde genommen die Umkehrung der Kettenregel der Differentialrechnung. Bei der Kettenregel noch mal ganz kurz zur Erinnerung: Da haben wir eine Funktion f von g von x abgeleitet, indem wir zuerst die Ableitung der äußeren Funktion genommen haben und dann multipliziert haben mit der Ableitung der inneren Funktion. Damit kann man natürlich jetzt sagen, okay, die Umkehrung habe ich so einen Ausdruck, dann kann ich natürlich auch wieder so etwas daraus machen. Das heißt, die Regel Integration durch Substitution sieht so aus, dass ich, wenn ich ein Integral f von g von x mal g' von x habe, integriert nach dx, dann ist es dasselbe wie das Integral durch Substitution. Ich habe dann gesagt, u ist gleich meine Funktion g von x. Dann ist das eine f in Abhängigkeit von u integriert in Richtung u, bitteschön, nicht mehr in Richtung x. Und wenn ich das mache, dann, das ist hier der Übergang, dann kann ich halt wunderbar eine einfachere Funktion ableiten als integrieren als diesen, ich sage jetzt mal, doch sehr komplexen Ausdruck. Das ist jetzt nicht mehr mal im direkten Sinne naheliegend. Ich werde mal anhand eines Beispieles zeigen, wie man das Ganze macht. Wichtig ist ja, wir konstruieren einfach mal ein Beispiel, dass wir eine Funktion haben außen, zum Beispiel die e-Funktion, die enthält oben eine Funktion wiederum, deren Ableitung multiplikativ hinten dran verknüpft ist. Das heißt, so etwas würde sich geeignetermaßen mit Hilfe der Integration durch Substitution berechnen lassen. So, dabei muss man natürlich, wenn man das machen wollte, auch substituieren. Jetzt sehen wir, die Funktion ist hier oben und das hier unten sind jeweils die Ableitungen. Das eine ist die Ableitung zu dem anderen. Das heißt, wir sagen, unsere Funktion u ist eine Funktion in x und die soll sein x Quadrat. Wenn ich jetzt meine Funktion u von x in Richtung x ableite, da kann ich natürlich auch u' für schreiben. Oder nach der anderen Schreibweise du nach x dx. Und wenn ich das mache, dann kommt heraus, okay, Ableitung, das kann ich ganz schnell, x Quadrat, das ist 2x. Was hat diese Schreibweise hier für einen Vorteil? Du von x, das x kann man aber hinterher, das lässt man hier, wie man sieht, in der Schreibweise weg. Das ist zwar eine Funktion in x, aber das wird hier erstmal nicht mehr weiter berücksichtigt. Ist 2x und hier steht noch durch x. Das heißt, hierfür kann ich auch sagen, u ist 2x dx. Da brauchen wir mal ein bisschen mehr Platz. Also u ist 2x dx. Das muss ich einfach nur diesen Teil hier umformen. So, wenn ich diese Substitution habe, dann kann ich jetzt substituieren tatsächlich. Und zwar sage ich ja, ich habe ja ein Integral. U ist x Quadrat, also haben wir nur noch e hoch u. Und 2x dx. Dieser ganze Ausdruck, ja, ist nur noch u. Entschuldigung, du, da habe ich das d vergessen. Also kommt hier unser du hinter. Und das Integral von e hoch u oder e hoch x oder wie auch immer diese Variable sein soll, das kennen wir. Das ist e hoch u plus c.
Jetzt müssen wir natürlich, weil wir substituiert haben, irgendwie auch wieder resubstituieren, also zurücksubstituieren. Und da wissen wir ja nach wie vor, dass u nichts anderes ist als x². Also ist unsere Funktion e hoch, nicht u, sondern e hoch x² plus c. Dieses Konzept funktioniert immer dann ganz wunderbar, wenn man eine Funktion hat, deren Ableitung multiplikativ immer noch irgendwo daran verknüpft ist. Dann läuft Integration durch Substitution.